Angst in der Schwangerschaft, total normal. Das geht ganz, ganz vielen Frauen so, inklusive mir selbst. Ich hatte vor meiner Schwangerschaft mit meiner Tochter zwei Fehlgeburten und folglich hat mich Angst in der Schwangerschaft auch eine gute Weile begleitet. Und heute möchte ich dir vier Tipps geben, die deine Angst vielleicht ein bisschen reduzieren können. Tipp Nummer 1, hol dir die richtigen Fakten. Nicht das Halbwissen, was auf Social Media teilweise kursiert, sondern wirkliches medizinisches Wissen. Eins zum Beispiel, was mich total beruhigt hat, war zu wissen, dass das Risiko für eine Fehlgeburt nicht irgendwie erst in der 12. Woche plötzlich abfällt, sondern dass es schon mit Nachweis der Herzaktion eine deutliche Reduktion der Wahrscheinlichkeit gibt, eine Fehlgeburt zu erleben. Tipp Nummer 2, probier ruhig mal ein paar Entspannungsübungen aus. Ob das jetzt Yoga ist oder Meditation oder Achtsamkeitsübungen, das hängt davon ab, was dir liegt. Aber es ist zum Beispiel auch nachgewiesen, dass tägliches Meditieren wirklich einen positiven Effekt auf das allgemeine Wohlempfinden hat. Tipp Nummer 3, kennst du positive Affirmationen? Positive Affirmationen sind nichts anderes als positive Sätze, die du immer wieder wiederholst und auch gerne laut aussprichst. Ob das jetzt ist, dem Baby geht es gut, mit dieser Schwangerschaft ist alles in Ordnung, da kannst du dir was raussuchen. Aber durch diese Wiederholungen und das Aussprechen und sich das immer wieder mental oder real zu sagen, hilft das deinem Gehirn, es zu verinnerlichen und auch langsam und stückweise selber zu glauben. Tipp Nummer 4. Leg nach diesem Reel auch mal das Handy beiseite. Weil ganz ehrlich, Social Media, so toll die Kibo-Community dort ist, es kann auch manchmal ganz schön verunsichern. Egal ob schlechte Nachrichten oder Halbwissen. Die besten Fakten kriegst du tatsächlich zum Beispiel von deiner Gynäkologin oder deiner Hebamme. Und wenn du das Handy schon beiseite gelegt hast, nimm dir doch gleich die Zeit und mach eine Entspannungsübung oder eine positive Affirmation. So, ich hoffe, dass diese vier Tipps dir ein bisschen geholfen haben, die Angst unter Kontrolle zu kriegen. Sei nicht zu streng mit dir, es ist total okay, Angst zu haben. Es gehört einfach ein Stück weit dazu. Aber ich glaube, man kann sie unter Kontrolle bekommen und ich hoffe, das hilft dir ein bisschen dabei.